Die Bundesregierung will die Verteidigung der Ukraine mit der Lieferung von Militärhubschraubern aus den Beständen der Bundeswehr unterstützen. Dazu hat Verteidigungsminister Boris Pistorius 6 Sea King-Hubschrauber zugesagt. Und darüber wollen wir heute mit Fregattenkapitän Christian Senebald sprechen. Er kommt aus dem Sonderstab Ukraine im Verteidigungsministerium. Fregattenkapitän, schön, dass Sie da sind und schön, dass Sie sich so schnell Zeit genommen haben. Frau Hauptmann, vielen Dank und auch vielen Dank für die Einladung. Ist es denn Zufall, dass sich ein Fregattenkapitän im Sonderstab um die Marinehubschrauber kümmert? Mein Team und ich, wir kümmern uns im Sonderstab Ukraine um die Ausrüstung und die materielle Unterstützung für die Ukraine. Das sind im Schwerpunkt natürlich Kampfpanzer, Schützenpanzer, Artilleriemunition, Artilleriesysteme, Flugabwehrsysteme, aber auch Lenkflugkörper. Das ist der Natur dieses Krieges einfach geschuldet. Die Maritimanteile gewinnen in der jüngsten Vergangenheit immer mehr an Bedeutung. Und von daher freue ich mich ganz besonders, dass unser Verteidigungsminister unser aktuelles Projekt verkündet hat und wir die Ukraine mit 6 Sea King-Hubschraubern unterstützen können. Als erstes würde ich ganz gerne mal darüber sprechen wollen, was ist der Sea King überhaupt für ein Hubschrauber? Der Sea King ist ein Multifunktionshubschrauber der Marine. Er wird hauptsächlich eingesetzt für den Search and Rescue. Das ist quasi eine Aufgabe zur Rettung von in Seenot geratener Personen. Und abhängig von seiner Ausrüstung wird er auch eingesetzt zum Einsatz von Spezialkräften, aber auch im Bereich der maritimen Sicherheitsoperation. Jetzt ist es ja ein Mehrzweck-Hubschrauber. Was hat er denn sonst noch für Fähigkeiten, beziehungsweise was hängt damit dran? Der Sea King hat einen sehr umfangreichen Sensormix. Er hat ein sehr weitreichendes Radar, er hat ein AIS, das ist ein automatisiertes Identifikationssystem. Und so kann er ein sehr weiträumiges Lagebild über Wasser herstellen. Er kann also Schiffe, Boote und andere Kontakte tracken und aufzeichnen und so zu diesem weiträumigen Lagebild beitragen. Durch seine Außenwinde ist er auch fähig, Personen oder auch Material zu transportieren. Er kann eingesetzt werden zum Boarding, aber auch zum Einsatz von Spezialkräften. Jetzt geben wir den Sea King ja an die Ukraine ab. Welche Rolle wird er da spielen? Die Ukrainer können diese Hubschrauber genauso einsetzen wie der deutsche Marine im Bereich der Naval Aviation, der Marinefliegerei. Der Sea King ist ein sehr robustes, einsatzbewährtes Luftfahrzeug und man könnte ihn einsetzen auch zum Aufbau eines Überwasserlagebildes im Bereich Küste, Land, Meer, im Bereich der Spezialkräfte, im Bereich von Boarding-Operationen, aber auch im Bereich von SAR natürlich, also Search and Rescue, und im Bereich von Personenmaterialtransport. Jetzt haben die Briten ja bereits Sea King an die Ukraine abgegeben. Haben die sich denn bisher bewährt? Das ist das, was wir hören. Und genau darauf wollen wir auch mit unserer Unterstützung aufsetzen. Wir wollen das nachhaltig und substanziell stärken. Jetzt sind Sie ganz persönlich auch nicht ganz unbeteiligt daran, dass die Sea King jetzt geliefert werden. Wie ist das zustande gekommen? Vielleicht erzählen Sie die Geschichte einfach mal. Wir hatten vor einiger Zeit einen Anruf bekommen, indem wir um Unterstützung und Ersatzteile für die britischen Hubschrauber gebeten worden sind. Und bei der Bearbeitung dieses Themas sind wir darauf gekommen, dass unsere Hubschrauber, unsere Sea Kings sind in einem so tollen Zustand. Sie sind sehr robust, einsatzbewährt. Warum geben wir nicht einfach unsere Hubschrauber nach der Ausphasung auch an die Ukraine ab? Und das ist, wie das zustande gekommen ist. Das machen Sie jetzt wahrscheinlich nicht nur mit den Hubschraubern, sondern Ersatzteile liefern wir gleichzeitig auch noch mit dazu, oder? Genau, wir geben nicht nur die reinen Hubschrauber ab, sondern wir werden auch ein ganz umfangreiches Ersatzteilpaket abgeben, aber auch ein ganz umfangreiches Zusatzpaket, zum Beispiel Lastennetze, Lasthaken, Winden für den Search-and-Rescue-Einsatz. Und wir werden dafür sorgen, dass die Hubschrauber auch eine ausreichende Anzahl an Restflugstunden haben werden. Restflugstunden heißt in dem Zusammenhang? Stellen Sie sich das einfach vor wie Ihr Auto oder ein Panzer. Nach einer gewissen Zeit, wenn Ihr Auto oder ein Panzer in der Nutzung war, muss er ja in die Wartung. Und das Gleiche gilt bei Hubschraubern natürlich auch. Und wir werden dafür sorgen, dass die nächste anstehende Wartung noch ausreichend weit genug weg ist und die Ukrainer diese Hubschrauber lange nutzen können. Jetzt haben wir in dem Beispiel der bisherigen Waffenlieferungen, Sie haben Panzer ja gerade angesprochen, gesehen, dass wir die ukrainischen Soldatinnen und Soldaten vor allem auch mit ausbilden mussten, damit sie überhaupt in der Lage waren, damit umzugehen. Wird das beim Sea King genauso der Fall sein? Oder gibt es schon ukrainische Soldatinnen und Soldaten, die den fliegen können? Es wird der Fall sein. Im Prinzip setzen wir auf die britische Ausbildung auf. Wir werden vorausgebildete Piloten und auch Techniker in Deutschland ausbilden. Wir machen quasi eine Umschulung, sodass diese Piloten und Techniker, dieses Bodenpersonal im Prinzip umgeschult wird, um den deutschen Sea King fliegen zu können. Ich möchte einmal noch über die Anzahl der Sea Kings, die wir liefern werden, sprechen. 6 ist doch kein Zufall, oder?
Nein, Frau Hauptmann, das ist keine Zufallszahl. Diese Zahl ergibt sich zum einen aus den Beständen, die wir abgeben können und die wir abgeben wollen. Und zum anderen stellt dies nach unserer Bewertung eine ganz sinnvolle Mischung und Zusammenstellung dar, um auch überlappend. Das heißt also, dass die Hubschrauber immer betrieben und gewartet werden können, überschlagend auch eingesetzt werden können. Jetzt werden sie aus den Beständen der Bundeswehr rausgenommen. Heißt im Umkehrschluss, da wo sie vorher waren, wird jetzt theoretisch eine Fähigkeitslücke gerissen. Ist das so? Nein, das ist überhaupt nicht so. Ganz im Gegenteil. Die Marine hat bereits das Nachfolgemodell, den NH90, in die Nutzung übernommen. Und bis zum Sommer diesen Jahres wird der NH90 alle Aufgaben des Sea Kings sukzessive übernommen haben, sodass überhaupt keine Fähigkeitslücke entsteht und wir ruhigen Gewissens die Sea King Hubschrauber an die Ukraine übergeben können. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke fürs Einschalten und gern bis zum nächsten Mal.